Der Doktor versucht gerade Feuer zu machen. Anne! Klappt es hier mit dem Feuer? Nein, es ist gut. Fest. Muss man noch mal lernen, mein Freund. Das werde ich machen. Oh, wir haben hier schon gutes Essen. Haben wir Gabeln, Jörg? Alles da. Ja, dann ist gut. Kann man Artillerie. Gut. Artillerie. Anleg, ich komme. Jetzt mach doch mal keine Faxen. Jetzt mach keine Faxen. Hallo, Fotze. Nee. Robin, weißer, trockenes Holz. Haben wir. Aber das geht nicht. Wir haben Feuer gemacht. Woo. Wie in der Steinzeit. Anne, Feuer! Ja. Na, das sieht mir doch schon ganz anders aus. Schon ganz anders aus. Boom, bang, pararan. Ja, logisch. Ah, ja. Direkt auf YouTube. Woo, alles für die Klicks. Hallo, wo sind deine Haare vorhin? Ja, ich bin nicht mehr der Lasher-Pro, der ich mal war. Ich bin Dr. Tobi. Ganz Stargast, weißt du? Man kennt mich nur unter Dschungelcamp und unter Hilf mir. Ich würde mich gerne bewerben als so ein wirklich Hurensohn-Sohn, Piepsohn, der so seine Mutter so richtig tünnerisiert. Wie hat sich das jetzt da drinnen verfangen, du Fotze? Das ist schon dran, das muss dran bleiben. Nein, das kommt noch nicht dabei. Ja, die versuchen hier irgendwie das Rost hier gerade auf Vordermann zu bringen, aber... Jetzt. Der Erfolg blieb bisher aus. Anne, du hast geschafft. Wie soll das rüberbekommen? Anne, ich bin stolz auf dich. Schuld gemacht, Anne. Klappt das? Ich weiß nicht, ob Anne das hinkriegt. Und durch das Ding da doch durch. Ja. Pass aber auf, das brennt da unten. Ja, ich weiß. Geh mal nicht rein, bitte. Ich hab's nicht vor. Ich hab jetzt keine Lust, sich da raus zu ziehen. Da ist schon Asche. Ja. Ich weiß, ich hab keinen Bock, dass meine Nike-Schuhe dreckig werden. Du, leuchte. Ach so, sorry. Mein Fehler. Sie wird da so im Stich gelassen. Na, wird es jetzt, oder? Soll das ein Mann übernehmen? Ja. Geh mal weg. Hier, ich nehme die andere Seite. Jetzt lass es mal los. Ja. Jawoll. Und jetzt bist du... kannst ja nicht die ganze Zeit heben. Ah, ich weiß wie. Ja. Tada! Ich bin stolz auf dich. Hier, hast eine Kippe. Schade. Jetzt mach mit. Ey, wenn du schon weglaufst, dann hol mal gleich Lavendel. Alles gut, Doktor. Aua. Vorsicht. Meint ihr, das mit dem Feuer wird heute noch ein bisschen was? Natürlich. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Ich könnte alles draufschmeißen gleich. Das hier ist auch noch. Ist eh schon dreckig. Hä? Ja, aber ist da überhaupt noch Platz dafür? Ja, okay. Oi! Du Schwein! Feiz dich mit Absicht! Hol's raus! Feiz dich mit Absicht, Anne! Anne! Hol's raus! Oh, ii. Egal. Jetzt bringt einer Servetten von euch, sonst kriegt er die Hände ab. Anne, bitte! Aber Anne! Schau dir doch mal die Sauerei an, ey! Oh nein! Ja, das sieht leider alles andere als professionell aus. Ja, klappt das jetzt, oder? Die ist auch noch nicht durch. Oje, oje. Boah. Als ob das schon fertig ist. Ja, ich leuchte doch. Oh nein. Ja, wir haben jetzt Lagerfeuer gemacht. Aber da nichts ging, haben wir uns jetzt noch ein bisschen Alkohol geholt und jetzt... Hallo, hol, mach die Birne hoch! Ich kann keine Zeit! Man sieht es eh nicht, meine Kamera ist schlecht. Oh. Ich meine Pippi! Pippi! Du geile Schnitte! Finger! Wo geht's jetzt hin? Ey, ich hab die Vorstellung des Jahres. Wir laufen und trinken, wa? Sag mal, ich habe mir einen Fisch genommen, haben die mit Alkohol gefüllt und dann gab's gefüllte Fisch. Auf Wiedersehen. Du, das ist das Zeichen. Ich glaube, das heißt, du darfst das nicht überholen, wa? Ich ja, Hamburg. Da hast du immer Urlaub, wenn du ein Bier in der Hand hast. Wieso sind wir eigentlich in Hamburg? Weiß ich auch nicht. Da drüben ist der Fischmarkt, da gehen wir jetzt gleich Fisch holen. Ja, meinst du, der hat jetzt noch offen? Natürlich, der hat bis um 5 Uhr offen. Ja, perfekt. Naja, wir haben hier so ein Kfz gefunden. Ja.
Ist Batterie noch gut? Batterie kostenlos. In Hamburg die Batterie geklaut. Junge, das Auto ist einfach noch offen. Ey. Gar nicht gut. Oh, was haben wir gemacht? Meine Freunde, das ist ein Sattel und Sicherheit der Klasse 3. Da nimmst du den Bolzenschneider und das Ding ist durch. Guck mal, da ist die Tagu-Bank. So, da Tobi ja sein Auto stehen gelassen haben, haben wir nach einem neuen fahrbaren Untersatz gesucht. Ja. Wo darf man das eigentlich? Hier gibt's hier in der Nähe einen Penny. Nee, eigentlich nicht. Das ist der Marius. Ja, natürlich bin ich der Marius. So, das Filter sagt alles, was uns beschreibt gerade. Ja, wir sind hier voll only. Hier in der City und hier ist nichts los. Hier ist Wumpe. So richtig nichts los. So was habe ich zuletzt gesehen, als Hitler die Bomben fallen lassen hat. Hast du Hitler die Bomben fallen lassen sehen? Ja, nee. Nee? Ja, doch. Manchmal. Selten, gelegentlich. Gelegentlich. Immer mal wieder. Das sieht man ihn mal. Die Bomben werfen, wa? Jo. So alte Flashbacks. Flashbacks? Ja, so Flashbacks. Jetzt gehen wir noch zum Negis. Das wird wahrscheinlich wieder richtig eklig und ich werde es bereuen. Also naja, ich will ja nichts sagen. Ich habe gerade versucht da reinzugehen, weil dass es schneller geht. Aber man muss tatsächlich durch den Drive-In gehen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Deswegen heißt es ja Drive-In. Du drivest inne. Oh. Out. Sonst wäre es ja Outdrive heißen. So geht es. Jo, so geht es. Also wir haben hier gerade drei Cheeseburger für fast 6 Euro geholt. Also das ist schon frech. Ey, wie teuer ist das hier in Hamburg? Ich habe eine Idee. Ja. Du fragst jetzt nach, hey, haben sie irgendwas umsonst, was sie gerade wegschmeißen wollen? So für so ein Schulprojekt. Okay. Mach das. Also ich habe mir jetzt für 2 Euro so Scheiblettenkäse mit irgendwas, was man Fleisch nennt, und 2 Oma-Brötchen geholt. Ja, hier, schau, du reißt den ja jetzt hier komplett am Arsch. Ja, ist doch gut, jetzt überleg mal, für 1,87 Euro hättest du ja fast wieder einen Kasten gekriegt. Meggis, ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ledermäuse? Nein, das sind Vögel, das sind keine, oder? Nein, das sind doch keine Fledermäuse, hä? Da oben auf dem Auto. Ich glaube, das ist eine mobile Wetterstation, kann es sein? Jetzt ist der gerade Tornado angesagt. Das hört nie wieder auf. Guck mal, da ist ein Käfer. Ein Käfer lebt ja noch. Ja, guck mal, da ist Schokolade. Achso, nein, ich mach die Schokolade kaputt, die wollte ich doch essen. Die konnten halt noch essen. Schade. Ich glaube nicht, dass du die noch essen wolltest. Können, nee. Ja, aber essen wollen eher nicht, wa? Nee, das wäre bestimmt noch eine größere Enttäuschung als Maggis gewesen. Von Maggis habe ich schon nichts erwartet. Ja, und das wäre sowieso die Enttäuschung der Enttäuschung des Enttäuschens. Ja, wir haben das nächste Gefährt gefunden, dieses Mal aus dem Reven, obwohl der nächste Reven schon ganz schön weit weg ist. Hier hast du noch dein Bier. Ach, was geil, Digga. Ja, und nur brauchst du noch einen Schub. Ja. Das ist gemütlich, Tobi. Ja, schon. Wer ist da? Buddy. Du hast sogar sein Geburtsdatum tätowiert. Kann man das sogar noch sehen? Sind wir sicher nicht an der Nordsee? Gibt es an der Nordsee überhaupt Schilf? Ich kenne mich da nicht aus. Und ja, da gibt es keine Schilf, da gibt es nur Moos. Okay, ohne Moos nichts los. Ja, genau, ohne Moos nichts los. Tobi, verteilt hier noch die Hamburger Morgenpost? Habe ich jetzt erstmal was zu lesen auf dem Pott. Ja, theoretisch wollten wir jetzt mit der Eventlimousine losfahren. Aber wir sind ja eh gleich am Bahnhof angekommen. Komm, wir können ja zu der Police hier mal gehen. Da schau mal, da ist die Ausbildungszentrum für die Polizei. Das ist ja nichts eingewachsen gewesen. Das arme Tosse. Joa. Konntest du den in den Arsch schieben? Also wir sind ja ziemlich lang von Hamburg bis hierher gefahren. Können Sie sich das überhaupt leisten vom Sprit her? Guck mal, der Tong, der zeigt schon Datta an. Bitte spendet ihr alle mal für einen neuen Tank. Feuer, Nina, Nina. Da ist eine Muschi. Jetzt meine Sache. Schau mal da rein und sag mir, ob das Haram sein soll. Da ist ein Spielautomat drin, da ist ein Dartautomat drin, da wird Alkohol ausgeschüttet.
Sonst sagen sie ja immer, das dürfen sie alles ja nicht, weil das ja sonst kein Haram ist. Jetzt gehen wir da mal rein und in der Moschee ist ja plötzlich alles. Kann ja irgendwie nicht wahr sein, wa? Naja, jetzt wo ich wieder zu Hause bin, denke ich mir ja auch ein bisschen, dass ich hier mein Zimmer mal ein bisschen umräumen könnte. Und jetzt bin ich mir auch ziemlich sicher, also der Staub war jetzt unter den Schränken. Jetzt bin ich mir relativ sicher, warum das im Zimmer alles so stand, wie es stand. Weil den kleinen Schrank habe ich jetzt an den Schrank hier rangeräumt. Der andere Schrank hier ist weg. Direkt kommt hier so eine Steckdose zum Vorschein. Also weiß ich auch nicht, ob die so sicher ist. Dann hier einmal ist hier noch irgendwie so ein Kasten. Also den habe ich natürlich schon vorher gesehen, aber der ist mir jetzt erst richtig aufgefallen. Den Schrank habe ich jetzt hier hingestellt.